Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir zusammen den ein oder anderen Tipp oder Trick erarbeiten, damit ein System stabiler läuft. So, warum stabiler läuft? Wir kennen es vielleicht alle, wir haben irgendwas installiert und plötzlich geht es nicht mehr, es kommt keine Rückmeldung mehr, der Computer hängt oder das Programm, mit dem wir arbeiten, hängt. Das, glaube ich, hatten wir schon alle. So, wenn Sie es noch nicht hatten, dann Gratulation, aber die meisten von uns, glaube ich, hatten das schon. Für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht nicht genau wissen, warum das so ist, schauen wir uns das mal an. Ich gehe jetzt über den Task Manager einfach mal rein. So, Rechtsklick, Task Manager. Und rufen wir mal einfach hier die Leistung auf. Bei der Leistung, oder andersrum, bei den Prozessen, sehe ich ja, dass hier viele, viele Dinge laufen. Manche sind inaktiv, das heißt, die tun gerade nichts, aber belegen Arbeitsspeicher. Das heißt, die sind bereit, etwas zu tun. Andere Dienste oder andere Sachen hingegen sind schon fleißig dabei und arbeiten und haben dementsprechend auch eine CPU oder eine Speicherauslastung. Interessanter und bildlicher wird es, wenn wir uns das Ganze in der Leistung jetzt nochmal anschauen. Da sehen wir, dass wir hier 91 Programme laufen haben, obwohl wir ja eigentlich nichts tun. Ich tue jetzt eigentlich nichts. Ich habe jetzt gerade den Task Manager offen. Ich habe hier einen Teamviewer offen. Und ich mache, glaube ich, ein Update aufs Adobe gerade. Aber er sagt, es sind hier knappe 90 Programme offen, obwohl wir ja nichts tun. Also nur so viel dazu. Ein Computer, da passieren viele Dinge, auch wenn Sie für sich augenscheinlich denken, ich tue ja gar nichts. Es passiert viel. Und das kann man auch hier in der zweiten Zahl sehr, sehr schön sehen. Wir haben über 1100 verschiedene Programmteile, die gerade irgendwelche Aufgaben durchrödeln. Und da wird es noch schlimmer. Wir haben hier über 33.000 Variablen, also sprich Platzhalter, die sich gerade irgendwas merken. Also so viel zum Thema, ich tue ja nichts oder ich mache ja nichts am Computer. Damit will ich eigentlich nur sagen, dass jeder Computer eigentlich ein kleines Universum ist. Da passieren viele Dinge, auch wenn man es nicht zwangsweise sofort sieht. Okay, was sollten Sie tun? Wenn Sie mit Wavi Profi 3 arbeiten, greifen wir auf Daten zu. Daten brauchen eine Verbindung zur Festplatte. Und wenn Sie mit einem Laptop zum Beispiel arbeiten oder im Netzwerkbetrieb arbeiten, sollten Sie den ein oder anderen Tipp an dieser Stelle oder der jetzt gleich kommen wird, beherzigen. Tipp 1. Sie arbeiten im Netzwerk. Sie öffnen Ihre Systemsteuerung und gehen auf Gerätemanager. Im Gerätemanager klicken Sie auf Netzwerkadapter. Darunter klicken Sie Ihre Netzwerkkarte an, mit dem Sie sie mit der rechten Maustaste anwählen und nun Eigenschaften wählen. Sie wählen die Karteikarte Energieverwaltung. Standardmäßig sieht es hier so aus. Windows sagt, hey, pass mal auf, ich kann jetzt die Netzwerkkarte für dich ausschalten, lieber Benutzer, weil dadurch sparen wir uns ja Strom. Ja, ist ja lachhaft, also man spart sich nicht viel. Aber was passiert? Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mit Wavi Profi 3 auf eine entfernte Datenbank arbeiten, die am Server liegt, dann geht es hier über das Netzwerk, über die Netzwerkkarte. So, Wavi sagt, okay, ich habe jetzt eine Verbindung aufgebaut und diese Verbindung trägt eine Nummer, also ein Handle, zum Beispiel Nummer 500. Über die 500 weiß er, ich kann die Artikeldatenbank erreichen. Jetzt geht Windows her und schaltet die Verbindung, also das heißt die Netzwerkverbindung ab, weil er sagt, ja, jetzt machen wir ein bisschen Energiesparmodus. So, jetzt hat Wavi weiß, aha, unter der Nummer 500 kriege ich meine Daten für den Artikelstamm. Jetzt ist er in dem Schlafmodus, also im G-Modus gegangen. Wavi sagt, hey, ich brauche die Artikeldaten und plötzlich ändert sich der Call. Also das heißt, dieses Handle ist dann nicht mehr die Nummer 500, sondern baut sich neu auf mit der Nummer 501. Somit versucht Wavi über die Nummer 500 die Artikeldaten zu bekommen und kriegt nichts zurück. Und somit sagt er, hey, ich kann die Tabelle nicht öffnen oder ich kann das nicht machen oder da stimmt irgendwas nicht oder Netzwerkverbindung ist verloren gegangen. Das ist einer der häufigsten Gründe, weil die Energiesparoption der Netzwerkkarte eingeschaltet ist. Bitte deaktivieren Sie diese Energieoption und klicken auf OK. Bei einem Laptop gibt es ja diese schönen Energieoptionen, die Sie auch in den Systemsteuerungen wiederfinden. Sie klicken bitte darauf. Nun wählen Sie einen Energiesparmodus aus, den Sie halt hier haben, und passen den bitte ans System an. Wir haben hier standardmäßig ausbalanciert. Und ich klicke nun auf Energiespareinstellungen ändern.
Und hier sehen wir schon Dinge, wo ich sage, ha, Vorsicht. So, Bildschirm ausschalten, also oder andersrum, wenn Sie mit einem Laptop arbeiten, empfehle ich Ihnen immer, mit einem Netzwerkkabel oder mit einem angeschlossenen Netzwerkkabel zu arbeiten. Warum? Vielleicht kennen Sie die Meldung, Sie arbeiten am Laptop und ohne Netzwerkkabel natürlich, sondern nur mit Akkuleistung und plötzlich sagt Windows, hey lieber Benutzer, jetzt an Kabel anstecken, es können Daten verloren gehen, ich habe zu wenig Strom oder mein Strom geht gleich aus. Und Windows sagt es schon, es können Daten verloren gehen, es können natürlich auch dadurch Daten kaputt gehen, wenn Ihr Computer plötzlich im Energiesparmodus fährt, weil dann die Datenbankverbindungen alle verloren gehen. Deshalb möchte ich Sie eindringlich darum bitten, dass wenn Sie mit einem Laptop arbeiten, immer das Stromkabel angeschlossen haben und Ihre Energieeinstellungen ändern, indem Sie sagen, Bildschirm ausschalten, nie. Warum nie? Es gibt, und glauben Sie mir, es gibt sehr, sehr viele, da schaltet sich der Bildschirm aus und die Benutzer meinen dann, ach, der Computer hat sich ausgeschaltet. Und jetzt kommt's. Jetzt, obwohl alles noch läuft, drücken die Leute dann auf den Power-Knopf und versuchen, den Computer neu einzuschalten. Somit machen die Leute einen Kaltstart und alles, was im Zwischenspeicher vom Windows ist, geht dadurch vielleicht verloren und kann nicht mehr richtig zugeordnet werden. Also ich bitte Sie eindringlich, wenn Sie mit wichtigen Daten arbeiten, also wenn Sie nur mal ein Bildchen machen, mal eine Mail schreiben, kein Problem. Aber wenn Sie mit wichtigen Daten arbeiten, lassen Sie es. Machen Sie es bitte so, dass Sie die Energiesparoptionen immer auf niemals setzen, immer ein Kabel angeschlossen haben an Ihren Laptop und dann diese Änderung natürlich speichern. Und dann nochmal draufklicken. Wir sehen schon, dass das hier immer niemals steht. Sie sollten nun die erweiterten Einstellungen bitte laden. Hier klicken Sie auf Festplatte und dann Festplatte ausschalten nach. Und genau das, also das heißt, es reicht also nicht, wenn Sie das alles nur in der Mitte hier tun. Nein, Sie müssen ein bisschen Feintuning vornehmen. An dieser Stelle sollten Sie sagen, Sie klicken auf diese 15 Minuten oder was halt bei Ihnen eingestellt ist und ändern es auf 0. Das heißt, Sie sagen zu ihm, hey, lass die Festplatte in Ruhe, die schaltest du bitte nicht aus. Wir klicken nun auf Übernehmen und bestätigen die Abfrage wieder. So, wenn wir jetzt da erneut hineinsehen, sehen wir, dass die Festplatte nie ausgeschaltet wird. Warum sollten wir das tun? Aus dem gleichen Grund wie vorhin, wie bei der Netzwerkkarte. Hier kann es genauso sein, dass die Festplatte sich plötzlich abschaltet, weil sie halt für 5 oder 10 Minuten mal inaktiv war. Und Windows schaltet Ihnen das ab. Barbie versucht unter der 500 den Artikelstamm zu erreichen und dann kracht's und dann geht's nicht mehr und Sie kriegen komische Meldungen, mit denen Sie vielleicht gerade nichts anfangen können. Und deswegen, wenn Sie es im Vorfeld so machen, sind Sie da relativ auf der sicheren Seite, dass die aufgebaute Verbindung nicht gestört wird oder beeinflusst wird, zumindest nicht von PC-Seite her. Es kann natürlich sein, dass wenn Sie im Netzwerk arbeiten, dass Ihre Funknetzwerkverbindung zusammenbricht. Kann natürlich sein. Deswegen empfehlen wir Ihnen ausdrücklich, verwenden Sie bitte ein Kabel, wenn es geht, wenn Sie im Netzwerk auf Daten zugreifen. Wenn Sie diese Schritte beherzigen, haben Sie schon mal eine gewisse Grundkonstellation geschaffen, damit Sie sagen können, okay, eigentlich kann von der Netzwerkkarte her nichts mehr passieren, dass die plötzlich die Verbindung kappt. Von der Festplatte kann es nicht passieren, weil die plötzlich auch nicht mehr die Verbindung kappt. Die Energiesparoptionen sind auf Vollgas eingestellt, so sage ich mal. Das heißt, Sie verfallen nicht aus Versehen auf das Drücken des Powerknöpfes, weil Sie meinen, Ihr Computer hat sich ausgeschaltet, weil der Bildschirm im Energiesparmodus gegangen ist. Nein, diese Situationen haben Sie schon ausgeschlossen. Natürlich war das jetzt noch nicht alles, denn Sie sollten natürlich auch Ihren Virenscanner konfigurieren. Hierzu würde es mich freuen, wenn Sie das Video Konfiguration Ihres Virenscanners einfach mal kurz ansehen. Da geben wir Ihnen die ein oder andere Hilfestellung oder hier sagen wir Ihnen, was Sie unter Umständen tun müssen, um den Betrieb noch etwas reibungsloser zu machen. Denn abschließend, ein Virenscanner prüft ja vor dem Schreiben. Jetzt können Sie sagen, ja, prüft ja. Ja, der prüft. Das heißt, Sie kommen her oder das heißt, die Wabi kommt her und sagt, ich habe Daten. Der gibt es in Windows weiter, sagt da, Windows, du hast Daten. Windows sagt, hey, Moment mal, ich habe da jemanden, der soll das für mich checken. Jetzt kommt der Virenscanner ins Spiel. Der Virenscanner sagt, okay, ich prüfe die Dateien. Erst wenn der Virenscanner sagt, hey, ist alles in Ordnung, ist der Weg hier zur Datenbank frei. Nun kann also
Windows die Daten auf die Festplatte schreiben. So, das ist jetzt dieser visuelle, einfach dargestellte Weg. Und diesen Virenscanner, hier unseren grauen Typen, den sollten Sie natürlich konfigurieren, damit das Ganze reibungsloser verläuft oder vielleicht sogar etwas schneller geht.